Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia ja noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck! Weg! Es muss weg heißen! Ach Mann! Ach Mann! Ach Mann. Mein Kaffee ist alle. Joel? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Psst, Joel, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Mhm. Joel, mehr nicht. Bitte, verhalte dich ganz still, ja? Wir müssen immerhin davon ausgehen, dass wir von menschenfressenden Monstern umzingelt sind. Wow! Ach, nicht doch! Psst! Okay, dann anderer Rufus. Hast du Probleme, Boso, Schatz? Nein, danke, Frau Moog. Lass den Jungen in Ruhe sein Geschäft machen, Frau. Ich dachte, er braucht Hilfe. Ich schaff das schon. Es ist nur... Du hast Angst, nicht wahr? Ja... Ach. Vorm Pupu machen? Vorm Weltuntergang, du Dummkopf. Nein, nein. Es ist nur... Ach, egal. Stopp! Mach keinen Scheiß! Juhu! Damit hast du nicht gerechnet, was? Ja, ich bin immer für eine Überraschung. Gut. Hey! Für mich war das auch nicht gerade angenehm. Sowas. Okay, die Mucks. Darf ich kurz stören? Hm? Ui, guck mal, Muck. Da ist Baby Boso. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Boso, sondern ein verirrter Landstreicher. Ach ja? Und wie komme ich dann auf Baby Boso? Weil du alt und senil bist. Verzeihung, ich möchte ja ungern unterbrechen, aber... Ich bin kein Landstreicher. Ich bin kein Landstreicher. Siehst du, Muck? Ich sagte doch, das ist kein Landstreicher. Na und? Du sagtest damals auch, das ist keine Wundbrandentzündung. Und dabei hätten wir das Bein noch retten können. Der arme Tim. Timmy. Was treibt ihr denn hier mitten im Kriegsgebiet? Wisst ihr denn gar nicht, was hier los ist? Redest du immer noch mit dem Landstreicher, Frau? Ich rede mit wem ich will. Was will er denn? Er will wissen, was hier los ist. Na dann sag ihm, dass hier rein gar nichts mehr los ist. Zumindest nicht, seit der Organon sich zurückgezogen hat. Das kannst du ihm auch selber sagen. Ich bin doch nicht ein Beppo. Okay. Ist das da drüben etwa das Haus der Bosos? Was heißt denn hier trostlos? Es hat vielleicht hier und da ein paar Granatenschäden, aber es ist immer noch unser Zuhause. Nicht doch, Muck. Er meinte doch die Bosos. Na dann ist er hier falsch. Die wohnen nebenan. Wisst ihr, was mit Boso los ist? Ach, du bist ein Freund von Boso? Unsinn, Frau. Boso freundet sich doch nicht mit irgendwelchen Landstreichern an. Im Gegensatz zu dir hat er nämlich noch einen restlichen Funken Grips. Auch wenn er sich momentan nicht so benimmt. Er ist deprimiert, Mo. Natürlich ist er das. Er hat keinen Job, keine Freundin, die Welt geht unter. Er hat eine Freundin. Ihr Name ist Bambina und sie wohnt auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Wenn sie ihm auch so häufig widerspricht, verstehe ich langsam, warum er wieder zu Hause eingezogen ist. Ich suche das Lager des Widerstands. Sag ihm! Wenn du wirklich Manieren hättest, würdest du dich um dein...
Sag ihm, dass er, wenn er schon betteln muss, sein Glück lieber beim Widerstand probieren sollte. Das Lager ist ja nur die Treppe runter und dann einmal quer über den Platz. Dort wissen sie wenigstens, wie man Ordnung hält. Ja. Versteht ihr überhaupt, was ich sage? Fünf, oder? Unsinn, Frau. Es sind mindestens sieben. Ach, du hast doch keine Ahnung. Du weißt ja nicht mal, worum es geht. Warum fragst du dann nicht deinen Freund, den Landstreicher? Er scheint ja auf alles eine Antwort zu haben. Ach, Quatsch. Der redet doch gar nicht. Na, weil du einen eben nie zu Wort kommen lässt. Schau, er will schon wieder etwas sagen. Versteht ihr? Fünf und... Schau. Ach, vergesst es einfach. Ja. Das wird ja selbst mir zu blöd. Ich gehe. Ich glaube, du hattest recht, Moog. Das war doch ein Landstreicher. Sag ich doch, Frau. Aber du hörst ja nie auf mich. Okay. Welche Spinne? Dieses Ensemble würde mich garantiert hervorragend kleiden. Und solange niemand Wichtiges zuguckt... Es brennt, es brennt. Oh, ich komme. Tatü, tata. Ui, guck mal, Moog. Das ist so putzig. Baby Bozo spielt mit der Feuerwehruniform von seinem Cousin David. Unsinn, Frau. Das ist nicht Baby Bozo, sondern ein verirrter Landstreicher. Oh, du hast recht. Ach, ich wusste, es war ein Fehler, den Optiker beim Bingo zu beschummeln. Ja, ab zu Bozo. Was ist denn hier los? Oh, guck mal, Opa, wir haben Besuch. Dann ziehe ich mir wohl besser meine Hose an, was? Ja, das ist lustig. Bist du ein Freund von Bozo? So ein Unsinn. Bozo hat keine Freunde. Ich meine doch diesen begabten Bastler, von dem er erzählt hat. Ja, das bin ich. Rufus der Erste. Wo ist denn der alte Pirat? Pirat? Diese Pfeife? Pfeife. Genial. Bozo liegt oben in seinem Bett. Und heult wie ein kleines Mädchen. Apropos heulen. Kann mich vielleicht jemand hier rausheulen? Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Baby Bozo. Süß. Filmreif, Oscar-verdächtig. Und du bist wirklich Bozos Opa? Das frage ich mich schon seit Jahren. Aber mein Arzt weigert sich, einen Großvaterschaftstest durchzuführen. Ach du Heiliger, ey. Und du bist dann wohl Bozos Mutter, richtig? Rate nochmal. Die Tante? Die böse Stiefmutter. Eine Einbrecherin. Die Bewährungshelferin? Nein. Die Oma, die Vorkosterin. Die Schwester, eine Mischung aus alledem. Warte, was war das Vorletzte? Die Schwester. Rufus, du Charmeur. Hä? Wieso? Ich bin natürlich die Mutter. Was? Aber... Aber du kannst mich gerne Mama nennen. Wie in... Alter. Komm zu Mama. Was stimmt denn nicht mit Bozo? Ach, Rufus, ich bin mit meinem Latein am Ende. Seit er zurück ist, ist er wie ausgewechselt. Der Junge isst nicht, spricht nicht. Und nicht einmal seine geliebten Fifi-Funkelfee-Datasetten muntern ihn auf. Fifi-Funkelfee. Ich mache Bozo wieder gesund. Du bist so ein guter Junge. Ich wünschte, ich hätte einen Sohn wie dich. Weißt du zufällig den Weg zum geheimen Rebellenlager? Aber natürlich. Du musst einfach unten an der Straße, quer über den Platz und dann immer geradeaus. Ich backe manchmal Kuchen für die jungen Soldaten.
Und dann legt sie damit eine Spur vom Lagertor bis zu unserem Haus. Kannst du mir etwas über Bozo erzählen? Natürlich. Was möchtest du wissen? Vorsicht, Rufus. Du öffnest die Büchse der Pandora. Was für eine Büchse? Ach, nimm ihn nicht so ernst. Er meint den Dia-Projektor von Bozos Tante. Versteck dich! Ich wusste gar nicht, dass Bozo aus Portafisco stammt. Hat er dir denn gar nichts erzählt? Keine Ahnung. Es ist so unglaublich ermüdend, ihm zuzuhören. Das kommt daher, dass seine Fettbacken auf den Kiefer drücken. Hat er denn seine Zahnspange gar nicht mehr? Ich werde ihn daran erinnern. Stündlich, wenn es sein muss. Ich wusste gar nicht, dass Bozo einen kleinen Bruder hat. Der ist ihm ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist er auch mit einer Schafschere? Tja, alle männlichen Bozos verfügen über ein außergewöhnlich dichtes Haar. Sobald ich mit dem Stillen anfange, sprießt es wie verrückt. Vielleicht sollten Sie Ihre Muttermilch als... Moment mal. Was ist noch gleich die geheime Zutat deines Spezialschampons? Das ist ein Geheimnis. Ich wusste gar nicht, dass Bozo so eine klasse Mutter hat. Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Wo ist Bozos Vater? An der Front verschollen. Ich bin ganz krank vor Sorge. Zum Glück hatte ich Unterstützung von Freunden, die mich auf andere Gedanken gebracht haben. Welche Freunde meinst du genau? Den Milchmann, den Klempner oder den Postboten? Tja, wie heißt es so schön? Gute Freunde lässt man nicht hängen. Wusstest du, dass Bozo eine Freundin hat? Wirklich? Ja, ihr Name ist Bambina. Sie hat einen Waffenladen auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Hörst du, Opa? Bozo hat eine kleine Freundin. Die Knalltüte? Das rauche ich erst, wenn ich es sehe. Tja, es ist wirklich kaum vorstellbar. Er war immer so schüchtern. Als ich ihm damals von den Bienen und den Blumen erzählt habe, ist er wochenlang nicht ohne Inka-Hut aus dem Haus gegangen. Wie war Bozo als Kind? Da gibt's doch bestimmt irgendwelche peinlichen Geschichten. Eigentlich nicht. Er war ein außerordentlich braves Kind. Er hat nie etwas kaputt gemacht. Seine Fifi-Funkelfee-Puppen selbst weggeräumt. Und selbst beim Ritterspielen wollte er immer die Prinzessin sein. Lass uns lieber über was anderes reden. Gerne. Immerhin habe ich ja nicht jeden Tag so einen feschen jungen Mann zu Besuch. Zumindest nicht, seit der Briefträger das Fenster verstopft. Ich dachte, Portafisco sei vom Organon besetzt. Das war es bis vor kurzem auch. Aber unter Leitung des neuen Generals hat der Widerstand die Stadt zurückerobert. Moment mal, ich höre immer General. Ach, du kennst den neuen General noch gar nicht? Ich wusste nicht mal, dass wir Ränge haben. Darf ich zum Essen bleiben? Aber natürlich, Rufus. Freunde von Bozo sind hier immer willkommen. Besonders, wenn sie so knackig sind. Alter, dieses Game, ne? Ich esse mit und komme nicht als Fleischbeilage in den Salat, richtig? Wann gibt's denn Essen? Da musst du Opa fragen. Er hat versprochen zu kochen, wenn Bozo mal Freunde ins Haus bringt. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, dass ich kochen werde, sobald Bozo eine Freundin ins Haus bringt, weil das nie passieren wird. Wir reden später weiter. Fühl dich wie zu Hause. Ich suche derweil schon mal Fotos von Bozos Ballettunterricht. Hey, Bozo. Da bist du ja. Komm, genug an der Matratze gehorcht. Aus aus den Federn. Sag mal, was ist denn mit dir los? Hau ab. Aber wir müssen doch ins Rebellenlager. Du musst mir helfen, die Welt zu retten. Bozo. Oh, Backe. Bozo. Lass mich in Ruhe. Ach du meine Güte. Bozo, was ist denn los mit dir?
Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Lustige Idee. Ein Selbstporträt als Sparbüchse. Was haben wir denn da? Eine ärztliche Überweisung zur Therapie. Na, sieh mal einer an. Ich wusste ja immer, dass er plemplem ist. Jetzt haben wir es schriftlich. Ich wusste ja immer, dass... Jetzt... Oh, so. Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch schon mal abgeschlossen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier runter und gucken mal, was hier so unten ist. Was ist denn das? Ein Tor? Da versucht wohl jemand zu verhindern, dass ich die Rebellen kontaktiere. Ah, aber da müssen die schon früher aufstehen. Verdammt, das gibt's doch gar nicht. Hey Leute, was geht? Willkommen auf das Endcard von Goodbye Deponia. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen und dieses Video bewerten. Rechts kommt ihr dann noch einmal zu dem letzten Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Hussa, bis zum nächsten Part. Dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät. Putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz an Hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfino, Spot an für Teil 3. Hussa, Spot an für Teil 3.